Wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu unserer Pressekonferenz hier im Berliner Karl-Liebknecht-Haus mit unserer stellvertretenden Parteivorsitzenden Karin Ley, die Ihnen zum Schwerpunkt Mietenpolitik dann einiges sagen wird. Sie haben natürlich auch Gelegenheit zum Fragen und unserem Parteivorsitzenden Bernd Rixinger, der danach zu einigen aktuellen Themen Stellung nehmen wird. Wir beginnen mit Frau Ley. Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Linke setzt in diesem Wahlkampf auf die Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Das sind die sozialen Themen. Und eine ganz wichtige soziale Frage ist die Frage der Mietenpolitik, weil der explosionsartige Anstieg der Mieten inzwischen ja dramatische Ausmaße angenommen hat. Ja, das Problem lässt sich einfach auf eine Formel bringen. Die Mieten steigen deutlich schneller als die Einkommen. Wir haben gerade in den Ballungsräumen eine Situation, dass Mietanstiege zum Teil von bis zu 20% keine Seltenheit mehr sind. Es findet eine Verdrängung aus den Innenstädten statt. Es findet eine soziale Entmischung statt, in denen die Besserverdienenden in den Innenstädten oder in den einigen Wohngebieten leben und Menschen mit geringem Einkommen, Studenten und Rentner, Erwerbslose an die Stadtrände verdrängt werden. Das ist eine Situation, die wir als Linke nicht akzeptabel finden und deswegen wollen wir einen Aufbruch in der Mietenpolitik haben und wir wollen die Verdrängung aus den Innenstädten stoppen. Ja, ein wichtiges Problem dabei ist, dass zu wenig in den Neubau von Sozialwohnungen investiert wurde. Der Deutsche Mieterbund spricht alleine von einem kurzfristigen Bedarf von 250.000 Wohnungen und auch von einer neuen Wohnungsnot. Hinzu kommt, dass Wohnungen zu einem wichtigen Spekulationsobjekt geworden sind. Diejenigen, die ja auf den Finanzmärkten ihr Geld nicht mehr sicher angelegt sehen, die drängen jetzt auf den Immobilienmarkt, treiben die Preise in die Höhe mit Wohnungsspekulation. Deswegen muss auch Wohnungsspekulation wirksam unterbunden werden. Und ein wichtiges dritte Ursache für die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt ist eben auch, dass eine massive Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen stattfindet. Und das hat in Berlin beispielsweise dazu geführt, dass, glaube ich, innerhalb des letzten Jahres dieser Anteil der Umwandlung um 53% gestiegen ist. Also muss in dieser Stelle wirklich etwas passieren. Ja, die Mietenpolitik ist die soziale Frage unserer Zeit und die Linke ist mehr als jede andere Partei die Mieterpartei. Wir verfolgen eine Mietenpolitik, die 100% sozial ist. Wir wollen einen neuen Aufbruch in der Mietenpolitik. Wir wollen eine Offensive für Mieterinnen und Mieter. Und wir haben Ihnen die Eckpunkte unseres Konzeptes, auch unseres Wahlprogramms, in einem Papier für einen Aufbruch in der Mietenpolitik zusammengestellt. Ich will mich mit Blick auf die Zeit auf einige Punkte konzentrieren. Unsere drei zentralen Ziele sind zum einen bezahlbare Mieten, zweitens einen Neustart im sozialen Wohnungsbau und drittens wollen wir Immobilienspekulation bekämpfen. Ja, ich möchte 5 konkrete Reformprojekte hervorheben. Zum einen wollen wir ein Verbot von Mietaufschlägen bei Neuvermietungen. Die Realität in den Großstädten ist, dass im Schnitt bei einer Neuvermietung 20-30% auf die Miete draufgeschlagen wird. Das ist ein unhaltbarer Zustand, weil es durch die Art und Weise, wie der Mietspiegel berechnet wird, auch alle anderen Mieten ebenfalls in die Höhe treibt. Deswegen hat das dramatische Auswirkungen auf das gesamte Mietniveau. Wir wollen es unterbinden. Wir wollen zweitens kommunale Höchstmieten. Nach unserem Konzept sollen die Kommunen also die Möglichkeit erhalten, auf der Basis eines veränderten Mietspiegels, ja, kommunale Höchstmieten festzulegen. Wir wollen, dass die Kommunen eine scharfe Waffe in die Hand bekommen, Mietwucher in den Städten, Mietwucher in den Kiezen, die von Mietwucher betroffen sind, auch zu unterbinden. Wir wollen drittens eine Erhöhung des Wohngeldes um mindestens 10%. Die letzte Erhöhung des Wohngeldes, die liegt 4 Jahre zurück. Das Einzige, was Schwarz-Gelb in diesem Zusammenhang gemacht hat, war, den Heizkostenzuschuss beim Wohngeld auch noch abzuschaffen. Und Sie kennen auch die dramatische Entwicklung der Heizkosten. Insofern muss hier auch tatsächlich etwas passieren. Und wir wollen der Forderung des Mieterbundes entsprechen, dass das Wohngeld also um 10%
angehoben wird. Das ist das Mindeste, was kommen muss, weil es vor allen Dingen auch den armen Haushalten hilft. Wir wollen 150.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr. Wir brauchen eine Renaissance des sozialen Wohnungsbaus. Wir brauchen eine massive Investition in sozialen Wohnungsbau. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Das wird darauf hinauslaufen, dass vor allen Dingen die Finanzierung überdacht werden muss. Unsere Vorstellung ist ein öffentlicher Wohnungsbaufonds, in dem die Darlehen eben nicht an private Banken zurückbezahlt werden, sondern in einen öffentlichen Fonds, der eben nur für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung steht. Und wir wollen fünftens auch die Steuerbegünstigungen und die Steuerschlupflöcher bei dem Verkauf von Wohnungen unterbinden. Das ist ein wichtiges Instrument gegen die Spekulation mit Wohnungen, denn die Eurokrise hat ja auch auf dem Wohnungsmarkt durch die Spekulation dramatische Folgen. Insofern ist es absurd, dass der Verkauf von Wohnungen auch noch steuerlich begünstigt wird. Das wollen wir beenden. Ziel all dieser Maßnahmen ist die Senkung der Mietlast. Nach Aussagen der Bartelsmann Stiftung ist es so, dass Geringverdienerhaushalte inzwischen schon die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgeben. Das ist viel zu viel. Unsere Vorstellung ist, dass kein Privathaushalt gezwungen ist, mehr als 30% des Einkommens für das Wohnen aufzuwenden. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Mietenpolitik ist ein wichtiges Thema für die Linke im Wahlkampf. Und ich darf Ihnen zum Abschluss dieses Teiles das Plakat für die Schlussphase unseres Wahlkampfes präsentieren. Also zu Dresden kann ich sehr gerne was sagen, weil ich ja selber auch Dresdnerin bin. Es ist ja ein Vorgang, der sehr lange zurückliegt. Ich will zum einen noch mal richtigstellen, dass damals nicht die gesamte Fraktion der PDS dem zugestimmt hat, sondern Teile der Fraktion. Die Partei hat sich dort in der Tat nach deutlichen Auseinandersetzungen, aber doch auch sehr klar gegen den Verkauf der WOBA dann noch ausgesprochen. Das hat einige Stadträte nicht davon abgehalten, es trotzdem zu tun. Das war ein großer Fehler. Es ist immer ein Fehler gewesen, wenn die Linke der Privatisierung von Wohnungen zugestimmt hat. Ich freue mich, dass wir heute da eine sehr klare Position haben. Und deswegen ist es ja auch die Linke gewesen, die auch das Thema aufgebracht hat, dass die Bundesregierung ja die 11.000 TLG-Wohnungen, also den restlichen Bestand von öffentlichen Wohnungen, die der Bund noch hatte, auch ohne Not verkauft hat. Und wir lehnen die Privatisierung von öffentlichen Wohnungen ab. Dazu haben wir inzwischen eine ganz klare Beschlusslage. Und mir ist auch keine Diskussion in der Partei oder in einzelnen Landesverbänden bekannt, wo das irgendwie noch angezweifelt wird. Gut, also Sie wissen ja, dass das Ressort, das Stadtentwicklungsressort ja nicht, also die Senatsverwaltung ja nicht in linker Hand war. Insofern glaube ich, dass die Kritiken hier auch in erster Linie an die SPD zu richten sind. Vielleicht wäre es einfach strategisch gut gewesen, vielleicht um dieses Ressort zu kämpfen. Da hat die SPD, glaube ich, keine glückliche Hand und auch die zuständige Senatorin, glaube ich, keine glückliche Hand bewiesen. Das ist klar.
Trotzdem möchte ich auch mal sagen, dass auch bei allen Diskussionen, die es da jetzt vielleicht geben kann, der rot-rote Senat zum Beispiel Bundesratsinitiativen gestartet hat, was beispielsweise die Möglichkeit anbelangt, die Mieten auch zu deckeln. Das wollte der rot-rote Senat tun. Die Bundesratsinitiativen, die sie gestartet haben, hatte keinen Erfolg. Also insofern glaube ich, dass es auch falsch ist, sozusagen hier die Schuld, sage ich mal, auch wenn ich anknüpfen darf an diese Diskussion, die auch in der letzten Woche stattgefunden hatte, Herr Ramsauer dort losgetreten hat. Ich glaube, man macht es sich jetzt wirklich zu einfach, die Schuld hier sozusagen den Ländern in die Schuhe zu schieben. Der Bund hat sich komplett aus der Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau rausgehalten. Es sind keine Möglichkeiten genutzt worden, beispielsweise im Mietrecht den Ländern, den Kommunen eine stärkere Waffe an die Hand zu geben. Und insofern kann ich nur in Richtung von Herrn Ramsauer sagen, ja, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, dann zeigen mindestens drei Finger auf einen zurück. Also ich glaube, dass dieses Schwarze-Peter-Spiel keine gute Lösung wäre. Ja, das ist richtig. Also wenn man durch Berlin fährt, man muss ja hier nicht weit fahren, durch Mitte, durch Prenzlauer Berg fährt, dann sieht man ja auch eine sehr rege Bautätigkeit. Das ist private Bautätigkeit. Das Problem ist, da entstehen überall nur Luxuswohnungen. Und das ist natürlich das, was wir als Linke kritisieren. Deswegen haben wir zum einen gesagt, wir wollen mehr Neubau haben im Sinne von einem sozialen Neubau. Wir wollen, dass die Spitzenlagen bzw. die in wirklich angespannten Gegenden, die Kommunen, wie gesagt, mehr Möglichkeit haben, ihre Kieze zu schützen, also Milieuschutzgebiete heißt es in der Fachsprache. Und ich kann nur sagen, dass der Bau von Sozialwohnungen auch allen dient, weil die Tatsache, dass es günstige Wohnungen gibt, senkt natürlich insgesamt auch den Mietspiegel. Und insofern profitiert dann eben auch die gesamte Mieterschaft davon, dass neue Sozialwohnungen gebaut werden. Wie gesagt, das große Problem ist, dass zu wenig Neubau für Geringverdiener, für sozial Schwächere stattfindet. Und das hat Auswirkungen auf die gesamte Mieterschaft, auch auf die Mittelschichten. Es ist richtig, dass die Maßstäbe, wie der soziale Wohnungsbau früher organisiert war, sicherlich zu einigen Kritiken geführt hat, die wir auch als Linke sehen. Die Antwort kann aber nicht sein, deswegen keine öffentlichen Wohnungen mehr zu bauen. Die Antwort muss sein, wir wollen einen öffentlichen Wohnungsbau haben, aber wir wollen das mit diesen Mechanismen, die in der Vergangenheit beispielsweise eine Rolle gespielt haben, mit der Refinanzierung an private Banken, an Schlupflöcher, der Selbstbereicherung für private Investoren, das wollen wir unterbinden durch das Konzept, was ich vorgestellt habe, indem wir sagen, wir wollen, dass es einen öffentlichen Wohnungsbaufonds gibt, in dem sozusagen ganz klar ist, diese Gelder sind für den öffentlichen Wohnungsbau da. Und es ist also in Form eines sogenannten revolvierenden Fonds, soll sozusagen auch immer wieder die Darlehen in diesen Fonds zurückgezahlt werden, damit das Geld auch vorhanden ist, damit ganz klar bestimmt ist, was ist die Zweckbestimmung. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Instrument ist, um auch die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Aber wie gesagt, die Fehler der Vergangenheit müssen wir sozusagen an den Details verändern, da bin ich ganz bei Ihnen. Die Antwort kann aber nicht sein, dass keine neuen öffentlichen Wohnungen mehr gebaut werden müssen, mehr gebaut werden sollen. Also im Gegenteil, der Rückgang der Sozialwohnungen ist ja dramatisch. Das hat eine kleine Anfrage von mir im letzten Sommer ergeben. Ich hatte die Antwort der Bundesregierung vor, ich glaube, einem Monat etwa, dass auch im letzten Jahr die Anzahl der Sozialwohnungen um 55.000 Wohnungen allein in einem Jahr wieder zurückgegangen ist, weil die Länder sozusagen auch diese Mietpreisbindung aufgeben. Unsere ehemals geforderte öffentliche Wohnungen, gibt es ja dann eine Mietpreisbindung, dann schaffen die noch 15 Jahren ab, dann schnellen natürlich die Mieten in die Höhe und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir als Linke nicht gutheißen können.
D'accord, bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe jetzt aus der Kürze der Zeit darauf nicht konzentriert. Es steht aber auch in unserem Wahlprogramm und in allen mietenpolitischen Papieren der Linken, der Mietspiegel muss anders berechnet werden. Es ist in der Tat so, da er sich bisher sozusagen nur an den Neuvermietungen orientiert, führt es dazu, dass auch die Bestandsmieten sozusagen auch rasant ansteigen können. Das heißt, in der jetzigen Fassung ist der Mietspiegel faktisch ein Mieterhöhungsspiegel. Deswegen müssen die Maßstäbe der Erstellung eines Mietspiegels auch grundlegend verändert werden. Ja, ich habe, glaube ich, revolutionieren als Begriff jetzt nicht verwendet. Wir haben gesagt, wir wollen die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Ja, die öffentliche Hand, richtig. Wir wollen eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern. Mit der Föderalismusreform hat sich der Bund also faktisch aus der Verantwortung zurückgezogen. Es soll also bis 2019 gibt es halt wenig Geld, was den Ländern zur Verfügung gestellt wird. Einige Länder haben es genutzt, viele haben es aber auch nicht genutzt. Das Ergebnis ist, dass viel zu wenig neue Sozialwohnungen gebaut wurden. Hier brauchen wir eine öffentliche Investition in neue Sozialwohnungen als eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern. Wäre im Übrigen ein guter Zeitpunkt, so einen Fonds aufzulehnen, wenn man praktisch keine Zinsen bezahlen muss im Moment. Also günstigere Voraussetzungen würden ja Bund und Länder gar nicht mehr vorfinden können, die nächsten Jahre hier was zugunsten der Wohnungssuchenden zu machen. Aber ich bin eigentlich mehr da, um eine kurze Einschätzung zu geben, wie es aussieht 41 Tage vor der Wahl, also nicht mehr lange, und wie wir das beurteilen. Wir erleben ja gerade einen etwas drögen, um nicht zu sagen bleiernden Wahlkampf, durchaus beabsichtigt von Frau Merkel, die ja praktisch den Anschein geben will, dass wir hier im Wohlfühlparadies leben und alle, die sich nicht so fühlen, am liebsten gar nicht zur Wahl gehen, weil es ja ohnehin schon feststeht, wer wieder Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sein wird. Verursacht aber auch durch die Oppositionsparteien SPD und Grüne, insbesondere, dass die SPD nicht deutlich machen will, offensichtlich, dass es notwendig ist, dem Weiter-so von Frau Merkel ein wirkliches Kontrast- und Alternativprogramm bei dieser Wahl entgegenzusetzen und für dieses Kontrastprogramm auch wirklich zu kämpfen. Diesen Eindruck bekommen die Menschen nicht, einerseits, weil die SPD den falschen Kanzlerkandidaten nominiert hat, der ungeeignet ist, glaubwürdig soziale oder gar linke Politik zu vertreten. Andererseits, weil in Dingen, wo sie vermeintlich in die Offensive kommt oder kommen will, wie jetzt bei NSE, dann hinterher doch rauskommt, dass sie selber in die ganze Sache mit verwickelt waren und unter ihrer Regierungszeit die Türen weit geöffnet wurden zum Ausspähen der ganzen Bevölkerung. Es wird, glaube ich, offiziell noch so getan, wie wenn das Rennen noch offen wäre, um die inneren Widersprüche in der SPD selber erst gar nicht aufkommen zu lassen. Aber wenn es so weitergeht, dann erweist sich im Übrigen auch durch die sinnlose Abgrenzerei zu uns die Politik von SPD und Grünen als die Lebensversicherung für die Weiterregierung von Frau Merkel. Und es wäre insofern dramatisch, dass ich sicher bin, dass der Preis für diese Politik nach der Bundestagswahl der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland serviert werden wird. Was heißt das für uns? Für uns heißt das, wir kämpfen um jede Stimme gegen Frau Merkel und um jede Stimme für einen grundlegenden Politikwechsel. Immer noch fast die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich nicht gut regiert von Frau Merkel. Auch wenn immer wieder geschrieben wird, es gibt keine Wechselstimmung. Und Sie können alle sicher sein, wie auch im Übrigen die Wähler sicher sein können. Die Linke ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die garantieren kann, dass mit ihren Stimmen Frau Merkel nicht gewählt wird. Wir kämpfen um eine starke Linke im nächsten Bundestag.
Und es wird auf alle Fälle, egal unter welcher Konstellation, eine starke soziale Stimme gebraucht. Und es wird auch ganz klar sein, dass auch nach der Wahl die Alternativen zu dieser Politik deutlich gemacht werden müssen. Und das scheint nur die Linke zu tun, obwohl es doch in der deutschen Bevölkerung eine klare Mehrheit gibt für einen gesetzlichen Mindestlohn, für eine Neujustierung der Rentenformel, für die Umverteilung von Arm und Reich oder zwischen Reich und Arm und auch gegen Hartz IV. Deshalb sehe ich auch momentan gar keinen Grund, die in den letzten Tagen kursierenden Spekulationen um Rot-Rot-Grün oder um Tolerierung oder Ähnliches weiter zu nähren oder zu kommentieren. SPD und Grüne wollen das offensichtlich kategorisch nicht. Wir streben im Übrigen auch keine Tolerierung an. Ich habe auch am Wochenende gesagt, dass das keine wirkliche Option für die Linke ist. Insofern glaube ich, ist dieses Modell vom Tisch und die Debatten der letzten Tage haben darüber Klarheit hergestellt. Ich will es zur Sicherheit nochmal sagen, wir führen keinen Koalitionswahlkampf. Die Konstellationen sind für die Linke nicht wirklich die wichtigen Fragen, sondern wir wollen eine grundsätzliche Neuausrichtung der deutschen Politik. Wir wollen eine Politik der sozialen Gerechtigkeit. Wir wollen die politischen Verhältnisse in Deutschland nach links rücken. Und deshalb kämpfen wir ausschließlich für eine starke Linke und fühlen uns ausschließlich im Lager der sozialen Gerechtigkeit in dieser Auseinandersetzung. Alles andere werden wir und alle anderen Debatten werden wir dann nach der Wahl rechtzeitig und schnell erleben. Ich will noch was sagen zur aktuellen Entwicklung in der Späh-Affäre. Heute tagt einmal mehr das Parlamentarische Kontrollgremium. Das Publikum ist zu Recht sehr genervt über die Debatte und hat den berechtigten Eindruck, dass es weniger um die Wahrheit und um die Aufklärung geht als um Wahlkampf. Und ich möchte für meine Partei ausdrücklich nochmal erklären, dass wir mit der Arbeit sowohl der Chefaufklärer der CDU, dem Herrn Pofalla, als auch der SPD, dem Herrn Obermann, nicht zufrieden sind. Sie werden ihrer Aufgabe definitiv nicht gerecht. Beide haben die Jacke der Wahlkämpfer an und nicht der Aufklärer. Und daraus folgt auch, dass der eine zu wenig redet und der andere zu viel. Wir halten beide in dieser Funktion für überfordert. Eines ist allerdings inzwischen ganz klar und nicht mehr zu leugnen. Die NSA spioniert in Deutschland auf der Basis von Vereinbarungen, die unter der Regierungszeit von Rot-Grün getroffen wurden. Die Türöffner für die Amerikaner heißen Gerhard Schröder, Josef Fischer und Frank-Walter Steinmeier. Mich haben am Wochenende vor allen Dingen die Berichte geschockt, dass der BND offenkundig Mobilfunkdaten von Verdächtigen an die Amerikaner weiterleitet, im Wissen, dass diese nicht nur für die Fahndung verwendet werden, sondern für gezielte Tötung von Menschen. Und da müssen wir uns erst einmal die rechtliche Dimension klar machen, verdeutlichen. Das deutsche Recht kennt mit gutem Grund keine Hinrichtung von Verdächtigen und kennt mit gutem Grund auch keine Todesstrafe. Ein tödlicher Drohnenangriff auf Nichtkombattanten, welcher Straftaten er oder sie auch immer verdächtig werden, ist Mord. Der Mord an einem deutschen Einwohner im Ausland ist ein Fall für die Strafverfolgung in Deutschland. Und die Unterstützung einer derartigen Hinrichtung durch die Weitergabe von ortungsrelevanten Daten ist mindestens eine Billigung, wenn nicht gar Beihilfe zum Mord. Es ist deshalb von allerhöchster Bedeutung, wer solches bei den deutschen Diensten auf der Basis welcher rechtlichen Grundlagen und welcher Genehmigung durch die politische Ebene seit wann tut. Darüber müsste dringend Aufklärung erfolgen. Und ich halte es nicht für vorstellbar, wer auch immer an der Spitze des BND stand, dass die Weiterleitung solcher Daten ohne
Wissen und ohne Genehmigung der politischen Verantwortlichen erfolgt ist. Und deshalb muss ich auch Frank-Walter Steinmeier kritischen Fragen stellen, denen er in der Öffentlichkeit permanent ausweicht. Aber wir werden nicht locker lassen. Nach der Wahl werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um einen Geheimdienstuntersuchungsausschuss ins Leben zu rufen. Letzter Punkt, Debatte um die Rente ab 70. Wir erleben derzeit von interessierter Seite die Debatte um die Rente mit 70, heute vom Chef des arbeitgeberfinanzierten Instituts für Wirtschaftsforschung aufgebracht. Ich möchte dazu anmerken, wer das fordert, spielt definitiv mit dem Feuer. Wenn die kommende Bundesregierung dieses Thema anpacken sollte, dann riskiert sie definitiv einen gesellschaftlichen Großkonflikt. Und wir werden keine Minute zögern, uns an diesem Großkonflikt aktiv zu beteiligen. Wer ernsthaft fordert, dass Erzieherinnen, Altenpflegerinnen, Menschen, die in der Industrie am Band arbeiten oder auf dem Bau bis 70 arbeiten sollen, hat von der Lebensrealität der Menschen in der Arbeit definitiv keine Ahnung. Zweitens, wir müssen aber auch bedenken, dass natürlich die Debatte nichts anderes sein soll, als auch von der Rente mit 67 abzulenken. Und auch hierzu möchte ich nochmal deutlich sagen, die Linke ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die nach wie vor ohne Wenn und Aber die Verlängerung des Renteneintrittsalters auf 67 ablehnt, aus gutem Grund. Wir wissen auch ganz klar, dass die meisten Menschen nicht bis 67 arbeiten können und vor die zynische Alternative gestellt werden. Bleibe ich bis 67, dann bin ich krank, oder gehe ich vorher raus, dann werde ich arm. Eine Alternative, die in einem reichen Land wie dem unsrigen niemals gelten sollte für die Menschen. Und deshalb wird nochmal deutlich, beim Rentenkonzept haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, nicht nur an diesem Punkt, aber es wird mit uns keine Beteiligung an Entscheidungen geben, die an dem Renteneintrittsalter ab 67 festhält. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits? Herr Künast. Ja, Herr Rixinger, zum Thema sinnlose Abgrenzerei. Warum nehmen Sie denn das Thema Tolerierung ohne Not jetzt vom Tisch? Und wie ist dazu die Meinung der Partei? Habe ich es richtig verstanden, dass Sie einen Vorstandsbeschluss angestrebt haben am nächsten Wochenende, keine Tolerierung, und dass die Partei gesagt hat, lieber keinen Vorstandsbeschluss? Nein, also die ganze Debatte um den Vorstandsbeschluss befindet sich ausschließlich im Raum der Spekulation. Wir haben das Thema Tolerierung auch ehrlich gesagt gar nicht aufgebracht, sondern das war ein öffentliches Thema. Aber wir sehen in der Tat in der Tolerierung keine Option. Entweder die Linke kann mitregieren unter den Bedingungen, unter den Haltelinien, die wir aufgestellt haben, programmatisch, weil wir wollen ja nicht irgendwie regieren, wir wollen in dieser Gesellschaft was verändern. Wir haben immer gesagt, wir wollen einen Politikwechsel, wir wollen eine Mindestrente einführen, wir wollen eine Koalition gegen Hartz IV, wir wollen eine Rentenkoalition und wir wollen eine Umverteilungskoalition und friedliche Außenpolitik machen. An dieser Position halten wir fest. An Spekulationen über Tolerierung und Ähnlichem beteiligen wir uns nicht. Sie geben für uns ehrlich gesagt auch keinen Sinn. Auch jetzt hat Gabriel am Wochenende nochmal kategorisch abgelehnt. Es gibt keinen Sinn, diese Debatte ständig von neuem aufzubringen. Frau Knipper. Wir haben eine völlig routinemäßige Sitzung am Wochenende, die schon in der Jahresplanung immer drin war und die nicht deswegen anberaumt wurde, weder um über Regierungsbeteiligung noch über Tolerierung zu diskutieren, sondern über den Wahlkampf. Ja, wir haben einige routinemäßige Sachen zu machen, also Parteitage zu planen, zum Beispiel die ganze Verfahrensweise zur Erstellung des Europawahlprogramms zu beschließen, weil da ja auch die Zeit etwas drängt. Und wir werden natürlich zu einem politischen Thema
auch nochmal einen Aufschlag machen am Wochenende, insbesondere zur Verteilungsfrage und Steuerpolitik. Der Eindruck täuscht. Ich habe ja am Wochenende schon gesagt, dass es da in der Führung keine zwei Meinungen gibt. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, wie, da ging es ja um die Information über eine Telefonkonferenz, die wir mit den Landesvorsitzenden geführt hatten. Also was da öffentlich jetzt rüberkam, hatte mit dieser Telefonkonferenz nichts zu tun, weil in der Sache selber hatten wir ehrlich gesagt keine zwei Meinungen. Es ging ausschließlich darum, dass öffentlich spekuliert wurde, dass wir einen Vorstandsbeschluss machen sollen oder nicht. Und darüber wurde diskutiert, aber nicht über die Sache. Über die Tolerierung gibt es keine verschiedenen Meinungen. Und machen Sie denn jetzt den Vorstandsbeschluss? Nein, wir werden keinen Vorstandsbeschluss machen, da gibt es keinen Grund dafür. Es war im Übrigen auch nicht beabsichtigt. So. Also Sie haben nicht vorgehabt, dem Vorstand das als Beschlussvorlage vorzulegen? Nein. Naja, wir haben ja, glaube ich, ausführlich öffentlich dargelegt, dass wir keine Grundlage sehen, mit Herrn Steinbrück linke Politik zu machen. Das weitere Fragen? Herr Künast. Also wir sind auf keinen Fall für eine PKW-Maut. Also wir werden auch mit Seehofer in der Frage nicht koalieren. Naja, also ich glaube, das ist ein bisschen ein konstruiertes Thema, damit Seehofer vor der Landtagswahl in Bayern sich nochmal in Szene setzen kann, ist, glaube ich, nicht wirklich ernst gemeint. Die CSU wird in dieser Frage keinen wirklichen Konflikt mit der CDU eingehen. Aber was mich doch ärgert, ist, dass er so an niedrige Instinkte appelliert. Also hier fährt die halbe Welt durch Deutschland und beteiligt sich nicht an den Kosten. Also ich finde, es hat einen Unterton, der nicht wirklich angenehm ist. Geschweige denn, dass die CSU nicht mal ein Konzept bisher vorgelegt hat, wie sie denn das überhaupt machen will. Frau Rietschel. Ja, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass mit Herrn Steinbrück ein Politikwechsel möglich ist. Das hat er ja auch laut genug immer wieder ausgeschlossen. Wir haben aber immer gesagt, dass mit uns ein Politikwechsel möglich ist. Das hängt ja von den Inhalten ab, bekannterweise. Aber ich meine, wir haben ja nicht diese kindische Abgrenzungspolitik gemacht, sondern ja umgekehrt. Herr Steinbrück hat ja immer erklärt, er wird alles machen, aber niemals eine Regierung mit der Linken einzugehen. Also kann das ja mit Herrn Steinbrück auch definitiv nicht stattfinden und kann auch mit Herrn Steinbrück kein Politikwechsel stattfinden. Ich vermute aber nicht, dass nach der Bundestagswahl Herr Steinbrück noch Kanzlerkandidat der SPD sein wird. Naja, also wir brauchen ja jetzt wirklich nicht über solche Konstellationen spekulieren und was die SPD dann machen wird, das werden wir dann sehen. Für uns bleibt es ausschließlich eine inhaltliche Frage. Also wir wollen tatsächlich
Verbesserungen herstellen, soziale Verbesserungen für die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist für uns der alleinige Maßstab für unser Handeln. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen.